Hallo und herzlich willkommen bei den Lernsticks. Heute geht es um das Lernplan für die ZP10 erstellen. Ist ganz wichtig, Zeitmanagement in Prüfungen wird halt eben immer wichtiger, weil ihr halt eben nicht nur die Prüfungen habt, ihr habt den normalen Fachunterricht, ihr kriegt Hausaufgaben, ihr schreibt auch noch andere Klassenarbeiten und Tests und ihr habt natürlich Stress. Also deshalb ist es super wichtig, dass ihr euch da ein bisschen Gedanken drüber macht. Jetzt fragt ihr mich wahrscheinlich, ey Oliver, wie geht der ideale, der perfekte Lernplan? Und ich kann euch leider nur sagen, es gibt keinen. Es gibt keinen perfekten Lernplan, weil es so viele Faktoren gibt, die eine Rolle dabei spielen. Unter anderem, wie sind deine Kenntnisse in den Prüfungsfächern? Also wenn du super in Englisch bist, musst du dafür natürlich weniger lernen. Wenn dir Mathe aber schwerfällt und schon seit der 5. Klasse, dann solltest du natürlich da mehr Zeit drauf aufbringen. Wie fleißig bist du in der Schule? Jemand, der ohnehin gut und viel im Unterricht mitarbeitet, der wird natürlich auch weniger Schwierigkeiten haben, sich auf so eine Prüfung vorzubereiten. Wie viel Zeit bleibt dir? Ganz wichtig. Also nicht nur, wie viele Wochen oder wie viele Tage oder wie viele Stunden hast du noch bis zur Prüfung, sondern auch, wie viel Zeit hast du in der Woche Zeit, um zu lernen? Hast du Hobbys? Musst du dich mit jemandem treffen? Musst du deinen Eltern im Haushalt helfen? Musst du auf deine kleinen Geschwister aufpassen? Es gibt so viele Gründe, die dafür sprechen, dass du weniger Zeit für deine Vorbereitung hast. Und man braucht auch immer noch ein bisschen Zeit, um abzuschalten und um zu leben. Dann ist ganz wichtig, wie sicher kannst du dein Wissen behalten? Wenn du länger brauchst, um die Sachen zu merken, solltest du früher anfangen. Wie performst du unter Stress? Bist du jemand, der unter Stress irgendwann plötzlich nichts mehr sieht und Angst hat? Oder bist du jemand, der unter Stress auch wirklich performen kann, der auch einfach mal auf gut Glück irgendwas hinschreibt, der einfach ein bisschen labern kann, freestylen kann? Ja? Wenn du so jemand bist, kannst du versuchen, ein bisschen mehr auf dein Glück zu vertrauen. Das funktioniert durchaus bei der ZP10. Aber trotzdem Vorsicht. Je mehr du gelernt hast, umso besser wird es in der Regel auch sein. Was brauchst du für einen Lernplan? Erstmal, ganz wichtig, Informationen. Die ganzen Informationen, die helfen dir dabei zu verstehen, was auf dich zukommt. Du hast es alles schon mal irgendwann gemacht. Du musst wissen, wie sieht so eine Prüfung aus? Wie lang ist die? Wie viele Blätter kommen auf dich zu? Wie viel Zeit dauert eine Prüfung? Was kommt vor? Und dazu habe ich ja schon einige Videos gemacht. Am besten klickst du dich mal auf meiner Homepage auch durch oder hier im Kanal. Was kommt vor, ist vor allen Dingen in Mathe wichtig, damit du weißt, welche einzelnen Themengebiete vorkommen. Also im Prinzip die Formelsammlung. Wie funktionieren die Aufgabentypen? Ist auch ganz wichtig. Also du musst wissen, wie schreibe ich einen informierenden Text? Wie schreibe ich einen argumentierenden Text? Wie schreibe ich einen analysierenden Text? Wie schreibe ich Describe? Wie schreibe ich Explain? Wie schreibe ich einen Comment? Wie schreibe ich einen Letter? Wie schreibe ich eine E-Mail? Oder so. Ja? Und welche Operatoren muss ich können? Habe ich ja schon genannt. Comment on, write, text style, describe, explain, sowas halt eben. Ja, und jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Zeit brauche ich? Das kannst nur du im Prinzip beantworten. Wie viel Zeit brauchst du wirklich, um dann zu lernen? Wenn du das alles schon dir überlegt hast und so ein bisschen den Überblick hast, dann brauchst du gar nicht mehr so viel zu lernen, außer die Sachen, wo du sagst, ja, die kann ich noch nicht. Dafür habe ich auf meiner Homepage Checklisten. Die kannst du dir mal anschauen, die verlinke ich auch hier unten im Video. Du kannst im Prinzip das ganze Jahr lernen. Da gibt es auch Schüler, die machen das. Die fangen mit dem 10. Schuljahr an und lernen und sind auch oft dann sehr erfolgreich dabei. Vor allen Dingen haben sie weniger Stress. Dann gibt es die Leute, die fangen so, ja, so ungefähr im zweiten Halbjahr ungefähr an, so im Februar, sichten erstmal, was alles auf sie zukommt, gucken sich an, was bräuchten sie noch, was fehlt ihnen noch. Dann fangen sie ungefähr Osterferien an, so richtig zu lernen. Das geht auch. Man kann natürlich auch sagen, ab den Osterferien fängt man an zu lernen. Es gibt aber ganz, 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 ganz viele Schüler, die fangen auch erst an, so 3 Wochen vorher, 2 Wochen vorher. Das ist aber auch durchaus okay, weil in der Schule lernt er ja auch was. Es kommt also ein bisschen darauf an, wie viel Anspruch hast du an dich selber. Wenn du die Quali schaffen willst, dann solltest du natürlich früher anfangen. Und wenn du sagst, ja, okay, meine Noten sind gut genug, dann musst du dir ja aber nicht so einen Stress machen. Dann bist du ja auch schon gut. Und ganz wichtig, du bist ja auch nicht ohne Grund in der 10. Klasse. Also du wirst schon irgendwo ein bisschen Vorwissen mitbringen. Und deshalb kann man diese Frage halt eben nur bedingt beantworten, was du auf jeden Fall machen solltest. Informationen sammeln, die Informationen verarbeiten und gucken, wo kann ich noch etwas lernen, was ich noch nicht kann. Und dann gezielt mit zum Beispiel den Artikeln und mit meinen Videos arbeiten, mit den Lernheften arbeiten. Von Finale, von Stark, von was auch immer. Wir gehen auch oft Gebrauchte. Also du musst jetzt nicht immer die aktuellsten haben. Du kannst auch alte von X10-Clustern dir nehmen. So viel verändern sich die Prüfungen nicht. Jetzt kann ich eigentlich nur sagen, viel Erfolg beim Aufstellen des Lernplans. Wie gesagt, guck dir an, wie viel Zeit dir bleibt, wie viel Zeit du investieren kannst und wo deine Lücken sind. Und dann schreibst du dir das auf. Nimm dir den Kalender zur Hand,
und trag ein, wo du Zeit hast, was du an dem Tag lernen willst. Das ist dein Lernplan, okay? Ich hoffe, du bist jetzt nicht zu sehr enttäuscht davon, dass es nicht den perfekten Lernplan gibt. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen beruhigend. Trotzdem hoffe ich, dass dir das Video ein bisschen vielleicht geholfen hat, vielleicht auch auf deinem Weg dahin, für dich die Zeit so ein bisschen einzuteilen. Wenn das so ist, dann hinterlass mir auch gerne einen Daumen hoch, schreib mir gerne einen Kommentar, ja, und schau beim nächsten Mal wieder rein. Das war's von mir, Oliver von den Lernsnacks. Bleib gesund und viel Erfolg bei den ZP10.